Willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Ja, in der heutigen Folge werden wir weiter versuchen, unsere Level 5 Helden ein bisschen abzugraden. Ja, gucken wir mal, was uns da zur Verfügung steht. Eigentlich müssten wir hier weitermachen, eine kurze Quest bietet sich da gerne mal an. Alle mal bitte raus. Und ja, dann nehmen wir mal Renault vorne mit. Wir nehmen den guten alten Rembokur mit. Auch wenn er mir gelegentlich auf die Nerven geht. Wenn er mal wieder am Durchdrehen ist. Dann hätte ich gerne noch einen Heiler dabei. Blangi, wie schaut's aus? Und vielleicht noch Bertran. Dann gehen wir mal wieder kurz zurück. In die Schmiede. Und werten. Ach, deine Rüstung ist ja bereits auf 5. Das finde ich ja nett. Blangi, deine Rüstung. Rainbow-Kur. Was für ein teures Vergnügen. Nun gut. Und wir sind so gut wie pleite. Naja, können wir noch ein paar Kleinigkeiten verkaufen. Etwas, was ich doppelt und dreifach habe, wie zum Beispiel das da. Das bringt gut Gold. Heilfähigkeiten für die Arbaleste weg. Naja, so ein Mondumhang kann weg. Ein paar Stiefel können weg, definitiv. Und ja, den Rest behalte ich einfach mal. Gut, verteilen wir jetzt noch unseren Schmuck. Spielt. Das dauert jetzt aber ein bisschen länger als normal. Hallo. Spiel. Kuckuck. Ja gut, ich habe jetzt einen kleinen schwarzen Bildschirm. Was mache ich jetzt? Naja, sieht so aus, als müsste ich schneiden. Naja, dann bis gleich. So, weiter geht's. Anscheinend hat er sich gemerkt, dass ich hier die ganzen Leute abgegradet habe. Was er sich allerdings nicht gemerkt hat, ist, dass ich Sachen verkauft habe. Nun gut. Na komm, minus 4 ausweichen, ist ja mies genug. Weg damit. Verkaufen wir wieder ein paar Sachen. Dann geht es uns finanziell gleich wieder viel besser. Gut, dann könnte man eventuell sogar noch in die Gilde gucken. Moment, die Truppe erstmal wieder zusammenstellen. Truppe, nicht den Wagen. Hier weg. Das wollten wir machen. Ich habe Renault dafür auserkoren. Ein Rainbow-Kur. Dann wollte ich ja noch Blangi mitnehmen. Und Bertran, genau. Also gucken wir mal in die Gilde. Bertran. Naja, bei dir passt ja soweit alles. Blangi. Das kann man verbessern, das kann man verbessern, das kann man verbessern. Rembokur. Und Renault. Gut, jetzt bin ich wieder pleite. Naja, es ist zum Glück eine kurze Quest. Das wird schon soweit passen. Schmuckstücke austeilen. Gut, nimm doch mal das Ding hier mit. Und vielleicht irgendetwas für Nahkampfschaden. Wie zum Beispiel den Helm hier. Damit triffst du wenigstens ein bisschen besser. Du schleppst mir die Minimap mit. Und Schaden-Nahkampffähigkeiten. Ja gut. Heilfähigkeiten. Ja. Und Heilfähigkeiten. Sehr gut.
Du schleppst mir dann. Ich weiß nicht, was du mir mitschleppen solltest. Das da. Und vielleicht noch das Buch. Ja, komm, nimm's mit. Gut, dann können wir ja unsere Sachen packen. Pack mal alles. Gut. Ja, ich weiß, ich hab's gerade maßlos übertrieben mit den Schaufeln. Und ich glaube, 8 Fackeln sollten genügen. Und mehr kann ich mir aktuell eh nicht leisten. Also gut, los geht's. Ja, Bestien und verfluchte Menschen hausen in diesen schwindenden Hainen. Das kennen wir bereits. Gut. 90% aller Räume erforschen, also mal hierhin. Kuckuck. Nee, komm, schalt den Gargoyle aus. Nee, das war nix ausschalten. Oh, oh. Au. Ja, die wollen es jetzt wissen. Ach, heul mich doch nicht voll. Ja gut, nur einer nimmt Stressschaden. Ist doch auch schon mal was wert. Nee, das haut nicht hin. Der Richtspruch haut nicht hin. Was du allerdings machen könntest, wäre den vielleicht ausschalten. Oder daneben schlagen, das ist auch in Ordnung. Naja, du triffst, aber machst nicht genug Schaden. Schade. Na, jetzt aber. Weg mit dir. Au. Das war gemein. Und das macht Aua. Gut, ich glaube, wir erlauben uns jetzt mal eine kurze Truppheilung. Ja, wäre vielleicht sinnvoll. Sehr gut. So will ich das sehen. Heul mich doch bitte nicht voll. Geh mit deinem Problem woanders hin. Jetzt wirst du erstmal einen Kopf kürzer gemacht. So schaut's aus. Nochmal eine Truppheilung. Jetzt sind wir wieder bei fast bester Gesundheit. Er nicht mehr. Aber er darf noch angreifen. Was ich gemein finde. Nee, darf er nicht. Denn er ist tot. Sehr schön. Oh, gut. Heilkräuter? Hm. Bisschen Essen, warum nicht? Und dann rein in den leeren Raum. Und wieder raus. Und wieder zurück. Ja, da sollten wir ziemlich zügig durchkommen. Gut, dann geht's hier mal hoch. Ein Schlüssel mal investieren. Glittering gold. Ja, gut. Paid for in blood. Hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Du greifst mir beide an, sehr schön. Au. Das war gemein. Hau mal den hier. Und du haust beide. Das wäre jetzt fies, wären die beiden ausgewichen. Und ein Richtspruch für dich. Sehr gut. Wie reagierst du auf Gift? Eigentlich nicht besonders gut, oder? Nein.
gut, eine Truppheilung mehr. Warum denn nicht? Gut, hau ihn mal kurz. Du kannst ihn mal kurz betäuben. Nein, kannst du nicht. Ja, Gruppenheilung. Damit werden die beiden wieder voll geheilt, soweit es ging. Kannst du ihn blenden? Nein. Gut, ich hätte draufschlagen sollen. Au. Yay, es lohnt sich wieder eine Truppheilung. Naja, nach und nach werden wir wieder fit. Das passt schon. Mehr Gift für dich. Und eine Keule in den Kopf für dich. So. Der Kampf ist erledigt. 250 Gold und ein Anhänger. Gerne. Oh, guck mal. Gigantisches Ektoplasma. Hätte auch ein bisschen kleiner sein können. Gut. Ja komm, hau zu. Kann sich da jemand betäuben lassen? Ja, die Werte sind alle sehr hoch. Dann schlag einfach mal. Au. Nein. Hört ihr mal mit dem Markieren auf? Ist ja ekelhaft. So. Der erste wäre weg. Das bedeutet, der muss in dieser Runde definitiv draufgehen. Sonst spawnt er höchstwahrscheinlich nochmal einen Kollegen. Wenn wir ausweichen, dann nicht. Ist absolut in Ordnung. Vorausgesetzt, wir treffen. Erstmal Richtspruch für dich. Hast du dir verdient? Gut. Richtspruch für dich. Und weg damit. Nicht ganz. Ein Hitpoint. Aber er vermehrt sich zumindest nicht. Das ist doch schon mal ein Anfang. Weg mit dir. Der accursed Champion falls. Ein Dolchwurf. 14 Punkte Schaden. Gerne. Ja, hau den Kadaver kaputt. Mach mal so. Their formation is broken. Das geht auch. Wir sammeln hier massiv viel an. Ja, an Zeug ein. Naja, weiter. Nichts Wertvolles. Schade aber auch. Dann geht es erstmal hier entlang. Die Falle habe ich gesehen. Sehr gut. Was hast du für Fallen? Ja, Klappe halten. Was hast du für Fallen? Entschärfungswerte 95%. Aber Beute, gut. Hacks laden with loot are often low on supplies. Hab ich dich gerade nicht verkauft? Nun gut. Kommst du halt eben wieder mit? Verkaufe ich dich eben nochmal. Allzu viel Essen werden wir nicht mehr benötigen. Ess mal's auf. Gut. So geht's natürlich auch. Und rein da. Was erwartet uns in den nächsten Räumen? Ah, hier ist ein Kampfraum. Gut. Den lassen wir uns nicht entgehen. Wurde bereits geplündert. Schade aber auch. Kuckuck. Nicht mal überraschen können wir die.
Gift für dich. Du bist als erstes wieder dran. Ja, ich weiß, ich habe dich mit Gift beschmissen. Es tut mir leid, da brauchst du mich auch nicht anklagen. Langsam reicht's, Leute. Langsam reicht's. Kriegt euch wieder ein. Gifthauch. Warum denn nicht? Ist gegen Gift nötig? Ja, ist es. Bekommst du hier hinten noch einen Richtspruch, der dich nicht mal ansatzweise killt. Komm mal näher ran, Freundchen. Gut. Ja gut. Mehr Gift für dich. Ich hätte die da hinten angreifen sollen, verdammt. Oh nein. Oh oh. Bertran, mach langsam. Immerhin konntest du dich widersetzen. Gut, du bist ja jetzt so gut wie tot. Können wir weiter auf dich einhacken. Genau. Und ein Richtspruch für dich. Oh oh. Au! Hast du den Verstand verloren? Super. Bertran regelt. Kann ich dich irgendwie heilen? Gently. This is how a life is taken. Rainbow Cure, halt durch. Genau. Macht, was ihr wollt, aber lasst Rainbow Cure in Ruhe. Von da vorne kannst du nicht heilen, oder? Von da hinten kannst du nicht heilen, oder? Hab jetzt komplett den Verstand verloren. Ja gut. Kannst du jemanden betäuben? Probier's mal mit ihr. Nein. So, sie ist erledigt. Ja, du musst zuschlagen. Nun gut, mit Giftspuren kommen wir klar. Und du kannst von hier aus heilen. Sehr gut. Eieieiei. Dieser fiese Riese. Könnt ihr ihn jetzt endlich mal platt machen? Mich? Dann halt beim nächsten Mal. Gut. Stellt die Reihenfolge wieder her. Das war ja schmerzhaft. Und weiter. Klar, den Kampfraum könnte ich aus dem Weg gehen, aber ich möchte nicht. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Fackeln wegschmeißen. Du isst erstmal eine Kleinigkeit. Genau. Weihwasser habe ich bisher noch gar nicht benötigt. Schmeiß die Fackel weg. Spirits are lifted and purpose is made clear. Kuckuck. Genau so. Für euch beide 10 Schaden. Und ihr greift wieder alle Rainbow Cure an. Warum denn nicht? Zermal mal den kurz. Ja, immer noch 6 Schaden, das ist eine ganze Menge. Wo du keine Hitpoints mehr hast. Aber austeilen kannst du noch, gut. Lass dich erstmal heilen.
Schon besser. Damit können wir arbeiten. Ja, jetzt erstrahle ich förmlich. Gut. Mach sie da hinten platt. Ja, das üben wir nochmal. Weg mit dir. Und du kommst mal ein bisschen näher ran. Sich ganz hinten zu verstecken, ist ja auch nicht das Wahre. Jetzt aber. Danke. Doch ein bisschen früher kommen können. A trifling victory. But a victory nonetheless. Moment. Habe ich gerade das Licht ein bisschen dunkler gemacht? Ich denke ja. Eine ekelhafte Kombo. Fangen wir erstmal richtig an. Genau. Dann kommt ihr beiden mal weg. Sehr schön. Da waren es nur noch die beiden fiesen Hexen. Nein. Die haben sehr hohe Ausweichwerte. Oh oh. Oh oh. Gut. Wir sind wieder dran. Ja, lach du nur. Solange du triffst, ist ja alles in Ordnung. Oh oh. Oh oh. Rainbow Core, wenn du durchdrehst und wieder alle in den Tod redest, dann schlag ich dich. Kannst du nicht mal standhaft bleiben? There can be no hope in this hell. No hope at all. Nehmen wir doch mal ein Beispiel an Beatran da hinten. Betäub sie mal kurz. Gut. Das verschafft uns etwas Zeit. Um einen der Kadaver hier wegzuräumen. Und dir hier vielleicht mal einen Richtspruch anzuhängen. Damit Bertrand in der nächsten Runde euch beide wegmachen kann. Naja, vielleicht nicht beide. Also jetzt reicht's langsam. So macht man das. So und nicht anders. Ah ja, du bleibst hier. Und was haben wir denn da? Lauter Müll. Nun gut. Guck mal, da liegt eine Falle auf dem Weg. Schaffst du das noch? Sehr schön. Wenigstens etwas Stress reduziert. Und allzu viele Räume sind es ja auch nicht mehr. Das sollte man schaffen können. Jetzt wird erstmal eine Kleinigkeit gegessen. Wunderbar. Nun gut. Das Zeug brauche ich nicht. Nicht unbedingt. Ach nö. Die Geister haben dir nichts befohlen. Du bist einfach nur ein psychisch kranker Psychopath. Ja. Und siehst du, jetzt habe ich gar kein Gegengift für dich. Ja, passiert. Na kommt, Leute, weiter. Noch ein leerer Raum. Sehr gut. Lang doch mal da rein. Du fasst ja gerne Sachen an, oder? Siehst du? Das Sachen anfassen. Das mit den Sachen anfassen, das treibe ich dir schon noch aus. Und wir sind durch. Was gibt's denn im letzten Raum? Nichts. Aber ich würde mir gerne die Kuriosität angucken. Und Essen haben wir ja auch noch dabei. Nun gut. Ja, immerhin. Ein paar Kleinigkeiten eingesammelt. Hat sich ja noch gelohnt. Wehe mir, wehe uns. Wie konnte uns das nur kassieren? Ja, ist gut. Naja, gehen wir nach Hause.
Ach, Rainbow Core, du lernst es einfach nicht. Oh. Katzenpfote für unsere Grabräuberin. Mehr Ausweichen, mehr Fernkampffähigkeit, Präzision. Ist doch gut. Na, etwas wenig Gold, aber hey. Wer wird sich damit beschweren? Level 6. Mediationstechniken, Level 6. Natürliche Heilung. Leider nur Level 5. Blitzheiler. Hysterische Verblendung, Labyrinthenhasser. Du kommst auf Level 6, Meereshöhlendieb. Sehr gut. Flames on the horizon. Oh. Sulfur in the air. The wolves are at the door. Dann haben wir das nächste Folge wieder mit den Wölfen zu tun. Sehr schön. Haltet die Waffen bereit. Ein Überfallkommando der Briganten nähert sich dem Dorf. In rasenden Zorn und mit mörderischen Absichten. Nun gut, gibt es da auch irgendwie so einen Fortschrittsbalken? Nein. Das hatten wir doch schon mal. Eine Level 3 Grabräuberin, aber ich habe eine volle Liste. Schade aber auch. Nun gut, wir müssen ein paar Leute in Behandlung schicken. Wie zum Beispiel Blangi. Genau. Gut. Ist sonst noch jemand krank? Nun gut, dann mussten wir ein bisschen Stress abbauen. Wieder mal bei Rainbow Core. Es sind immer dieselben, oder? Ah, ich hätte erstmal hier das da machen sollen. Aber egal. Egal. Atomic against the bloodshed. Ja gut, wenigstens haben wir eine ganze Menge Level 6 Helden, womit wir da doch relativ gut durchkommen sollten. Wie dem auch sei, ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.